Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Donald und Kim. Noch nie wurde eine bessere Konstellation für dick und doof gefunden. Ich schaue Netflix mit Untertiteln, weil ich wegen der Snacks nichts mehr höre. Alles, was ich über Prokrastination weiß, habe ich auf dem letzten Drücker gelernt. Ich käme auch gut ohne meinen Ehemann zurecht. Gurkengläser, die man auf den Boden wirft, sind ja auch irgendwie offen. Macht man den Mann eigentlich vorher ab, bevor man den Ring in den Vulkan wirft? Letztens die gleiche Rechnung zweimal bekommen. Erstmal Repost draufgeschrieben und zurückgeschickt. Ich bin Bildlesern gegenüber so vorurteilbehaftet, dass ich glatt als einer von ihnen durchgehen könnte. 3 Stunden am Layout des Lebenslaufes verzweifelt und dann bei Softwarekenntnisse Word eingegeben. Ich würde einen Motivationscoach umbringen, wenn ich mich nur dazu aufraffen könnte. Ein Leben ohne Bier, vielleicht nach einer Alkoholvergiftung, aber vorher nicht. An den Typen, der meine Antidepressiva geklaut hat. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Habe heute Morgen auf der Waage gestanden. Seitdem stoche ich mit meinem Kugelschreiber in meinem Bauchnabel rum, um mich wieder auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Als Gott die Tiere machte und das Streifenhörnchen dran war, nahm er einen Pinsel und malte es an. Dabei lief es immer wieder davon. Immer vor dem Einschlafen diese blöden Fragen im Kopf. Mag sie mich auch? Bestehe ich das Semester? Ob Medusa untenrum wohl auch Schlangen hat? Meine Frau fragte, ob sie abgenommen hat. Da ich für mein Jahr länger als 0,3 Sekunden gebraucht habe, erntete ich nun ein... Das sagst du doch nur so. Wenn ich dir zu fett bin, dann such dir doch eine andere, du blödes Schwein. Wenn ich beim Schneesturm die Sonne blendet. März 2019. Leiden Sie unter perversen Vorstellungen? Nein, ich genieße sie. Forscher wissen großes Eisvorkommen auf dem Mars. Gott, ich hoffe, es ist Stracciatella. Nein, Herr Officer, ich schwöre es Ihnen. Mein Kollege hatte schon die Gabel im Kopf stecken, bevor er mein Stück Pizza klauen wollte. Pinguine sind kurzsichtig, haben kurze Beine und eine 3 cm dicke Fettschicht. Ich glaube, ich bin ein Pinguin. Irgendwann wird der Brexit verfilmt, mit Mr. Bean in allen Hauptrollen. 85% der Sängerinnen finden ihren Arsch zu dick. Jede dritte davon findet es aber toll, dass sie Schlagzeug spielt. Mit 7 Frühstücksbier im Kopf finde ich euch alle gleich viel lustiger. Ich hatte mit weniger als 12 Menschen Sex. Also Sex mit mir exklusiver als ein Spaziergang auf dem Mond. Ach Leute, heute ist wieder so ein Tag, da würde ich mich am liebsten selber flachlegen. Ist aber ein bisschen selbstverliebt, ne? Wenn es mich 3-mal geben würde, würde ich Sex mit mir selbst haben und mir dabei zusehen. Wow. Wow. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.